Ja, man steigt in die Kabine ein, startet los. Kurze Zeit später kann es sein, der Aufzug steht fest. Ist die Frage, kann was passieren? Ja, nein. Erzähle ich gleich im nachfolgenden Video. Ja, wenn die Kabine stecken bleibt und man ist gefangen zwischen zwei Etagen, passieren kann einem nichts. Die Kabine kann nicht abstürzen, das ist zwar psychisch belastend, man fühlt sich eingeeckt, ist nicht so wirklich toll. Aber natürlich auch klar eine Situation, mit der man rechnen muss, kann man sich vorher gut darauf einstellen. Das kann passieren, zwar relativ selten, aber passieren kann wirklich nichts. Wie gesagt, die Kabine kann nicht abstürzen, man kann nicht ersticken. Die Kabine ist wirklich super belüftet, der Schacht ist ausreichend belüftet, die Türen haben Schlitze. Ja, man muss halt endlich entspannt bleiben oder versuchen, dies zu tun. Ja, wenn man die Kabine stecken bleibt, was man machen sollte, ist natürlich erstens Ruhe bewahren. Dann schauen, wo ist der Notrufknopf in der Kabine. Ist meistens gelb, ist so ein Klingelsymbol drauf. Diesen Notruftaster drücken. Drückzeit ist mindestens 3 Sekunden und bei Aufzügen mit Notrufsystemen wird man dann verbunden automatisch mit der Notrufzentrale. Das Schlechteste, was man machen kann beim Stecken beim Aufzug, ist versuchen, sich selber zu befreien. Ja, versuchen, in den Türen zu manipulieren, das kann gefährlich werden. Letztendlich gab es sogar schon Unfälle im Zusammenhang, sodass man wirklich am besten abwarten soll, Ruhe bewahren soll, vielleicht die mit eingeschlossen ein bisschen beruhigen soll, wenn man entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, aufgrund zum Beispiel der heutigen Kenntnisse. Ja, ist das eine gute Sache, die man machen kann. Ja, mit diesem Notrufsystem, nach Auslösen des Notrufes, wird man verbunden mit der Notrufzentrale. Die können dann schnell Hilfe senden, die wissen auch automatisch, wo steckt der Aufzug, wo ist der Standort. Ja, die einzelnen Daten werden dort mit übermittelt. Ich kann mich mit denen unterhalten, die können mir den Stand der Befreiung sagen, sodass auch jederzeit sichergestellt ist, dass schnell eine Hilfe zu mir kommt, egal wo ich bin, egal in welchem Gebäude ist. Und der Zugang zum Gebäude wird auch über Notrufzentralen jeweils sichergestellt. Die Notrufsysteme, klar, müssen so sein, dass sie fest mit dem Aufzug verbunden sind, dürfen nicht weggenommen werden, wie mobiles Telefon, Handy, müssen auch bei Stromausfall funktionieren. Ja, das ist klar, wenn die Beleuchtung ausgefallen ist, das Gebäude im Dunkeln ist, ich mich orientieren kann in der Kabine und müssen jederzeit eine Verständigung ermöglichen zwischen der Aufzugskabine und der Notrufzentrale, sodass man sich jederzeit unterhalten kann in beide Richtungen. Mal mitbekommt, was außerhalb der Kabine passiert, ist natürlich auch wirklich sehr beruhigend für die Leute, die in der Kabine sind. Die wissen, das wird ihnen schnell geholfen. Sie können mit jemandem reden, der außerhalb ist und können auch immer aktuell über den Stand der Befreiung informiert werden.